Hallo und herzlich willkommen bei Carnivore. Ich bin Marcel. Heute geht's weiter an Deutschlands billigstem Audi A8 D3 4,2. Und wir bauen heute in dem Video die Vorderachse zusammen. Also es wird jetzt kein Kellervideo. Wir müssen aber trotzdem noch mal kurz in den Keller. Da will ich euch eben noch was zeigen. Hier haben wir nun eine ganze Reihe Achsschenkel vor uns. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich das Ganze ausgebaut habe, musste ich bei einem ja sogar den Arm abflexen. Da sieht man das noch ganz gut. Und bei dem anderen habe ich auch die Oberlenker nicht vernünftig rausbekommen. Und aus dem Grund habe ich mir zwei neue Achsschenkel gekauft. Also neu in Anführungsstrichen. Es sind beides Gebrauchteile. Das eine kommt aus Portugal, der andere aus Deutschland. Also die waren auch gar nicht so einfach zu bekommen zum einigermaßen vernünftigen Kurs. Am Ende, wenn das Auto steht und läuft, dann müssen wir eh mal abrechnen. Und vielleicht wird dann der billigste A8 in Deutschland der teuerste. Keine Ahnung. Aber worum es jetzt hier gehen soll, die Radlager sehen halt nicht mehr so toll aus. Und auch bei den ursprünglich verbauten Achsschenkeln, die Radlager. Ja, also da ist es mir einfach lieber, wenn wir die ausbauen und wechseln. Und das habe ich jetzt vor. Hiermit sind wir jetzt durch, das heißt, wir können jetzt anfangen, den Traglenker auszubauen. Um den Traglenker jetzt hier rauszuholen, müssen wir einmal hier die Verbindung zum Stabilisator lösen. Außerdem muss hier der Sensor ab, der ist zuständig ja, für die Höhe hier von dem Gerät, hat wahrscheinlich auch mit der Leuchtweitenregulierung zu tun und überhaupt mit der Steuerung vom Fahrwerk. Und dann haben wir hier hinten, ja da, noch eine Verschraubung, kann man ganz schlecht sehen. Vielleicht sieht man es von hier besser. Da ist er. Die müssen wir auch noch lösen.
Ja, ist ein bisschen blöd hinzukommen, aber gerade ohne Bühne, aber wird schon gehen. Und da ist er raus. Was ich leider nicht wirklich hier retten kann, ist dieser Hebel hier von dem Sensor. Das ist da drin auch ganz verrostet. Plötzlich hatte ich ihn in der Hand. Also das hier ist hinüber. Ja, die nächste Baustelle, die sich hier so ein bisschen auftut. Aber egal, erstmal weiter im Plan. We'll be right back.
computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. Es ist nun alles wieder drin. Dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich hier den Führungslenker hier unten nicht gewechselt habe, weil, naja, der war in Ordnung. Also das Lager hinten als auch hier vorne, das war alles okay. Also den habe ich drin gelassen, anders als ursprünglich geplant. Alles andere ist jetzt hier gewechselt. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist hier oben den Luftschlauch wieder anschließen. Das mache ich gleich noch off-cam. Und selbstverständlich habe ich das Gleiche auf der anderen Seite auch gemacht. Hier ist sogar die Bremsscheibe schon wieder dran und der Bremssattel, das müssen wir auf der anderen Seite noch erledigen. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit Keramikpaste hier bei der A-Loch-Schraube, aber ich denke mal, der nach mir diese Schraube da rausholen muss, der ist mir bestimmt ganz dankbar. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite noch die Bremsscheibe montieren und den Bremssattel. Außerdem müssen wir noch diese fette Mutter hier einmal nachziehen und natürlich auch hier unsere Kabel mit dem Stecker wieder verbinden. Thank you.
Ich habe jetzt so viel gemacht, man sieht es mir an, ich bin vielleicht so ein bisschen fertig jetzt auch nach der ganzen Prozedur. Ich habe natürlich auch alles nach Herstellervorgaben mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Aber eine Sache, die kann ich jetzt nicht mehr so richtig beschwören. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich die Druckluftleitung vorne links überhaupt wieder angeschlossen habe. Hier ist Zukunftsmarcel, du hast es tatsächlich vergessen. Ich habe es dann jetzt erledigt. Egal, das finden wir jetzt raus. Neben mir fährt mein elektronischer Helfer dazu hoch und dann steuern wir die Vorderachse an und gucken, ob die hochfährt. So, wir haben das jetzt gestartet. Ich will das sehen, ich muss raus. Das Kabel hält mich gefangen hier. So. Er fährt nicht hoch. Diese wunderbare Maschine fährt nicht hoch. Ich lasse jetzt die Hinterachse hochfahren. Ja, ein ganz bisschen kommt die. Zu wenig. Fährt nicht hoch. Fantastische Auto. Will einfach nicht hochfahren.